Freunde, ich wünsche euch ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Start in eine neue Liga, denn wir starten heute in die VMS GT3 Series und das Ganze auf Spa-Francorchamps mit einem 2-Stunden-Rennen. Und ich werde diese Rennen hier alle 2 Wochen am Sonntag um 10 Uhr, Freunde, so wie euch das gefällt, werde ich diese Videos hier hochladen, denn am Freitag oder immer freitags alle 2 Wochen finden hier diese Rennen statt und da streame ich das Ganze auf Twitch. Also wer mir noch nicht auf Twitch folgt, gerne mal reinschauen, Mavix Racing auf Twitch. Und ja, wir sind hier noch im Qualifying gerade unterwegs und da fing es schon mal relativ belastend an, denn ihr seht es hier, ich hatte einen Disconnect ziemlich genau zur Halbzeit des Qualifyings und wenn das nicht schon schön genug wäre, hatte ich nicht nur einen Disconnect, sondern 2 Disconnects und das hat natürlich extrem viel Zeit gekostet. Und wir hatten hier zum Glück eine einigermaßen gute Zeit gesetzt gehabt, aber der Valentin Corus, ein wirklich sehr, sehr guter Fahrer auch hier, der hier mitfährt, die fahren generell sehr gute Fahrer mit, der hat hier eine 2:16:1 gefahren und hat sich damit die Pole geschnappt. Das war natürlich sehr, sehr belastend, dass wir hier durch diese Disconnects im Endeffekt vielleicht die Pole sogar verschenkt hatten, aber wir starten hier trotzdem von der 2. Position. Die Lampenspringer frühen hinter uns, der Jonas van Dreuten, unser Teammate von Garage 991. Und vor uns, wie gesagt, der Valentin Corus, hinter uns so Namen wie Michel Behrendt, Nico Sollmann, Louis Fly, also wirklich extrem gute Fahrer hier am Start. Und so wie man es hier auf Spa kennt, erstmal die Camel Straight hier, erstmal durch die Rouge fehlerfrei gekommen und dann die Camel Straight mit dem Windschatten hier außen. Unser Teammate, der Jonas, hat sich hier schon mal im Rückspiegel gezeigt, hat hier aber zum Glück, ja, oder ist relativ defensiv gefahren. Hier hat sich der Valentin Corus gut verteidigt auf der Innenbahn. Und ja, das muss man jetzt natürlich hier erstmal in erster Linie überleben, diese Anfangsphase. Zum Glück waren wir hier relativ weit vorne, sodass wir hier nicht im Mittelfeld unterwegs sind, weil da geht es meistens relativ, ja, krass drunter und drüber und da ist es dementsprechend auch schwieriger, das Ganze zu überleben hier, die Anfangsphase. Aber jetzt erstmal abwarten. Ich kann euch sagen, Freunde, dieses Rennen, das hat es wirklich extrem in sich gehabt, vor allem diese Anfangsphase und da ging es drunter und drüber, aber auch zwischendrin gab es wirklich spektakuläre Szenen und freut euch da wirklich drauf. Hier der Valentin wieder mit der Innenbahn, ist hier ein bisschen weit gegangen. Das liegt natürlich auch unter anderem erstmal an den kalten Reifen. Die liegen hier gerade so bei, ja, mittleren 26,5 bis 26,8 PSI und das ist natürlich noch nicht optimal von den Gripverhältnissen. Deswegen ist hier der Valentin Corus ein bisschen weit gegangen. Hier gibt es eine leichte Berührung, da hatte ich mich außen positioniert und da wurden wir ein bisschen weit geschoben. Deswegen konnte der Jonas hier sich außen vorbeidrücken und hat jetzt hier die Innenbahn für diese rechts und auch da unter Teammates gab es die leichte Berührung. Und das ist natürlich nicht ganz optimal, denn von hinten kam schon der Nico Sollmann im Porsche ran und konnte uns hier fast schon attackieren, aber dadurch, dass wir hier im Ferrari schon ein bisschen mehr Topspeed hatten, konnte ich hier mich zumindest nochmal verteidigen, auch wenn er hier kurz neben mich kam. Hier hat der Jonas mir die Innenbahn gegeben, beziehungsweise mir Windschatten gegeben, damit ich mich hier verteidigen konnte gegen den Nico Sollmann im Porsche. Und hier hat der Jonas auch gesagt, durch diese Berührung da gerade in der Anfangsphase, lässt er mich jetzt hier nochmal durch, damit ich hier Attacke auf den Corus machen kann im Ferrari. Also auf jeden Fall auch eine Ehrenmann-Aktion von dem Jonas van Dreuten. Und ja, vielen lieben Dank nochmal dafür. Wir starten hier jetzt die Aufholjagd, die kleine Aufholjagd gegen den Valentin Corus, denn ich war hier sehr zuversichtlich, dass wir von der Rennpace her zumindest eine sehr gute Pace gehen konnten. Und ich habe hier nach und nach am Anfang gemerkt, dass der Corus ja relativ wenig Flügel fährt. Und das ist auf Spa immer so eine Sache. Wenn du in den Kurven halt schneller bist, dann kommst du in den Kurven sehr nah ran. Aber du kommst, wenn dein Vordermann nicht gerade einen sehr, sehr krassen Fehler macht, kommst du normalerweise nicht vorbei. Und hier auf den Geraden kommst du dementsprechend aber auch nicht vorbei, wenn du einen niedrigen Flügel fährst oder einen geringeren Flügel als dein Hintermann. Dann kommst du zwar ran, aber du kommst nicht vorbei. Hier im Rückspiegel, der Jonas geht hier so ein bisschen aus dem Windschatten heraus, weil er uns hier nicht attackieren wollte. Weil wenn wir uns jetzt hier bekriegen, dann kosten wir uns dementsprechend wieder Zeit. Die Hintermänner kommen ran und der Valentin Corus kann da vorne ja, die seine Pace gehen und kann vielleicht sogar wegfahren. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir einigen uns darauf, dass ich hier nochmal eine kleine Aufholjagd auf den Corus starte und der Jonas so lange dahinter bleibt, weil wir sehen auch unten links, der Sollmann ist direkt dran am Jonas und wenn der uns jetzt hier attackiert, dann kann es hier wirklich sehr, sehr ungemütlich werden, denn die Porsche waren hier auch, ja, an sich gar nicht so schlecht unterwegs, wie man hier vielleicht vermuten würde auf Spa. Also auch auf jeden Fall fetten Respekt, dass die Kollegen hier mit dem Porsche so gut klargekommen sind von vornherein. Aber der Ferrari, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich hier das bessere Auto auf der Strecke. Und das wollten wir natürlich ausnutzen und uns nicht hier verstricken in diesen ganzen Zweikämpfen. Wir sehen auch, innerhalb von ein paar Kurven sind wir direkt drangekommen. Von, ich glaube, knapp eine Sekunde war der Abstand vorhin, sind wir schon wieder dran auf 0,6. Und das innerhalb von einer halben Runde. Also die Pace war hier definitiv da. 0,5 Sekunden sind es jetzt hier nur noch gewesen gerade.
Und wir haben auch schon eine kleine Lücke auf den Jonas aufgefahren. Und das hat mich relativ zuversichtlich gestimmt, dass wir vielleicht relativ schnell rankommen und vielleicht sogar relativ schnell vorbeikommen. Aber Freunde, ich kann euch eine Sache schon mal vorwegnehmen. Es war wirklich extrem, extrem schwierig. Und ich würde sagen, wir springen mal ein bisschen weiter, bis es dann wirklich ans Eingemachte ging. So, wir haben hier jetzt noch eine Stunde 54 Minuten und 30 Sekunden auf der Uhr. Und wir sind jetzt hier direkt dran. Hinten auf den Jonas haben wir 0,7 Sekunden Abstand. Dahinter hat er auch einen kleinen Abstand auf den Nico Sollmann. Und dahinter ist auch wieder eine kleine Lücke. Also das Feld hat sich so ein bisschen gesetzt. Aber hier vorne hat es sich jetzt zugespitzt. Hier in dieser Doppellinks auf Spa hat man immer gemerkt, da hat der Chorus Probleme gehabt, die Linie zu halten. Und das hat mich direkt auch genau hier in dieser Kurve oder in dieser Kurvenpassage, in dieser rechts-links, hat man auch gemerkt, er konnte die Linie nicht so ganz halten. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass er vielleicht ein bisschen weniger Flügel fährt. Und genau das hier auch in dieser rechts hat er auch die Linie nicht so ganz halten können. Gerade auch hier auf den längeren Geraden hat man gemerkt, ich bin rangekommen, aber nicht wirklich vorbeigekommen. Also jetzt hier genau in dieser Phase, da willst du natürlich den Überschuss mitnehmen und dich gut positionieren für die nächste Anbremsphase, in dem Fall die Busstop-Chicane. Und hier macht er die Innenbahn so ein bisschen zu Blanchimont, zu zweit immer relativ kritisch. Hier muss man auch aufpassen wegen den Track-Limits, dass man da keine Warning kriegt. Und ich positioniere mich das erste Mal hier außen in die Busstop rein, aber er hat hier sehr, sehr gut verteidigt. Und das kostet jetzt extrem viel Zeit. Wir haben es gerade gesehen. Wir hatten auf den Jonas 0,7, 0,8 Sekunden Vorsprung und jetzt ist er 0,2 Sekunden dran. Also eine halbe Sekunde hat das wirklich gekostet, dieses Manöver jetzt in die Busstop rein. Und jetzt hat sich das Ganze natürlich nach und nach aufgeschaukelt. Jetzt sehen wir zum Beispiel den Topspeed-Vergleich jetzt in Richtung Eau Rouge oder auch oben auf der Camel Straight. Da ging wirklich nicht viel im Windschatten. Wir sind immer rangekommen. Rankommen ist das eine. Vorbeikommen ist dann wirklich das andere. Dieses Sprichwort, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber es trifft wirklich zu 1000% hier zu in diesem Rennen. Und wir wollen mal gucken, ob wir überhaupt hier eine Möglichkeit finden, hier vorbeizugehen. Weil du kannst natürlich auch deine Reifen hier in so einem Zweikampf oder wenn du die ganze Zeit in Dirty Air unterwegs bist, also in der verwirbelten Luft hinter deinem Vordermann, kannst du deine Reifen auch gerade bei hohen Temperaturen. Wir hatten hier 26 Grad Luft oder ich glaube 24 Grad Luft und 32 Grad Strecke. Und hier hat er schon wieder die Innenlinie zugemacht und genau das sind diese Manöver, die wirklich Reifen fressen. Wenn du das jede Runde wirklich immer wieder aufs Neue versuchst und nicht vorbeikommst, es kostet wirklich extrem viel Zeit und Reifen und da dürfen wir definitiv in einem 2-Stunden-Rennen nicht unsere Reifen grillen, gerade bei diesen Temperaturen hier. Und der Sollmann dahinter kommt natürlich dann auch wieder ran an den Jonas, deswegen durften wir uns hier nicht so lange aufhalten. Also es war so ein schmaler Grat, einerseits hast du die 2 Stunden oben auf der Uhr, jetzt noch eine Stunde und 52 Minuten. Und andererseits willst du hier eigentlich deine Pace, deinen Stiefel fahren, damit du ja das volle Potenzial hier rausholen kannst. Und hier sind wir wieder extrem nah dran und können uns hier wieder nur außen positionieren. Und auch hier, außen hast du einfach nicht den Grip, außen hast du den längeren Weg in dieser Kurve unter den normalen Umständen. Und auch hier nimmt er eine etwas engere Linie, kommt dann in einen leichten Slide rein. Ich konnte hier wieder nicht vorbei, weil er zieht hier wieder in die Innenlinie oder zur Innenlinie und hat sich da ja im letzten Moment noch verteidigt. Aber jetzt hier wieder gleiche Situation wie gerade, wieder im direkten Windschatten. Und ja, es ging wirklich immer so weiter und es hat sich immer weiter zugespitzt. Nur, dass der Jonas jetzt auch natürlich schon 0,0 Sekunden hinter uns war und hier im direkten Windschatten war. Und der ist dann natürlich auch irgendwann ungeduldig geworden und dachte sich, ey, Jungs, wenn ihr das da vorne gleich nicht gebacken kriegt, dann attackiere ich euch gleich und versuche da irgendwie vorbeizugehen. Weil das guckst du dir natürlich ein paar Runden an und dann irgendwann sagst du, ey, ich kann die Pace da vorne auch gehen oder ich kann sogar viel, viel schneller gehen und bin hier die ganze Zeit auf Halbgas unterwegs. Das hat der Jonas dann auch zwischendurch mal gesagt. Jungs, wir müssen jetzt hier bald mal irgendwie irgendwo vorbei, sonst gucke ich hier weiterhin mit Halbgas rund und verliere die ganze Zeit und die Jungs kommen von hinten wieder näher. Also jetzt hier leichter Verbremser von dem Valenti Chorus. Vielleicht jetzt extrem nah dran jetzt hier nach der ersten Kurve in Richtung Eau Rouge. Und das willst du normalerweise auch nicht haben, dass du hier direkt im Windschatten bist, also wirklich unmittelbar hinter deinem Vordermann bist. Denn die Dirty Air ist wirklich extrem stark und dann hier voll durch die Eau Rouge, durch Radillon, möchtest du normalerweise nicht im direkten Windschatten. Vor allem, du siehst auch halt nichts. Und wenn du den Körper dann teilweise ein bisschen schlecht triffst, dann kannst du ja auch ruckzuck abfliegen. Aber diesmal jetzt hier außen wieder spät auf der Bremse. Aber der Chorus hat sich wieder hier verteidigt, Freunde. Das gibt es doch gar nicht, dass wir wieder nicht außen vorbeikommen. Er hat es wirklich unfassbar gut gemacht, unfassbar gut verteidigt, mit fairen Mitteln verteidigt, auch wenn es mal hier und da kleinere Kontakte gab. Das werden wir jetzt gleich auch noch sehen, dass es da hier und da auch noch mal einen kleinen Kontakt gab und das war wirklich am absoluten Limit hier von beiden Fahrern oder von allen Fahrern, weil auch der Jonas dahinter, der war immer auf ein paar Zentimeter dran
und hat sich gedacht, Jungs, ich will jetzt hier gleich irgendwo vorbei. Jetzt hier wieder einen schlechten Exit von dem Chorus. Er geht hier wieder auf die Innenbahn. Ich habe mich hier außen gezeigt, habe hier gedacht, ich bremse mal spät, treibe ihn hier in einen Fehler rein und kann dann mit mehr Schwung hier rauskommen. Aber das hat nicht funktioniert, weil jetzt hatte ich hier wieder die Außenlinie. Und jetzt kommt der Jonas von außen dran oder von hinten dran und hat sich hier direkt wieder gezeigt. Und hier lässt er auch wieder reinrollen, ist hier ja relativ langsam, weil er hier spitz angebremst hat in diese rechts-links. Und ja, ihr seht es, Leute, es hat sich wirklich immer weiter zugespitzt. Es war der absolute Kampf hier in den ersten 10 Minuten. Wir haben noch eine Stunde 49 auf der Uhr und ich habe wirklich gedacht, ey, wenn das so weitergeht, dann werden wir gleich abfliegen und wir werden uns irgendwo in die Karre fahren. Die Reifen werden sowieso das nicht überleben, wenn wir das so weitermachen. Aber jetzt hier wieder zum dritten oder vierten Mal mittlerweile diese Situation. Vor Blanchimont sind wir direkt dran. Vielleicht können wir diesmal hier dranbleiben. Wir sind diesmal ganz dicht dran. So nah waren wir noch nie dran. Hier gibt es die leichte Berührung zwischen dem Chorus und mir. Da bin ich ihm, glaube ich, ganz, ganz, ganz leicht hinten drauf gefahren. Aber das kann natürlich schon manchmal fatal sein, wenn man da das Auto verliert. Ihr habt es gesehen, wie er da am Taumeln war. Aber jetzt hier kann ich vielleicht mehr Schwung nehmen und mich hier in die erste Kurve reinbremsen. Er weiß natürlich, ich werde es hier auch vielleicht an anderen Stellen probieren, so wie hier in dieser ersten Kurve. Und deswegen geht er hier auf die Verteidigungslinie. Ich bin wieder außen und versuche hier ein bisschen mehr Schwung zu nehmen. Bin hier neben ihm. Hier gibt es eine ganz leichte Berührung, aber alles im Rahmen. Er will natürlich mir auch so wenig Platz lassen wie möglich. Und ja, jetzt bin ich wieder hier wirklich ein paar Zentimeter hinter ihm vor Eau Rouge. Der Jonas hinter mir ist ganz nah an mir dran und hat er auch nochmal ganz kurz gelupft, damit er nicht direkt an der Stoßstange dran ist, falls hier ein Fehler passiert hier vorne. Und jetzt wieder zum vierten Mal hier auf der Camel Straight direkt dran und wir können uns vielleicht hier außen positionieren. Ich wollte natürlich irgendwie noch in den Windschatten, aber wir waren gerade so in dieser Position, wo wir nicht dahinter ziehen konnten, weil wir so dicht dran waren. Und jetzt hier noch ein bisschen später auf der Bremse. Ich versuche mich hier außen rum zu bremsen. Da gibt es die leichte Berührung. Okay, ich hätte wahrscheinlich die Kurve irgendwie bekommen. Aber durch diese leichte Berührung konnte ich ja dann nicht mehr die Linie halten. Ich habe auch extra noch ein paar Mal im Chat nachgefragt, ob ich die Position zurückgeben soll. Und ich habe auch den Jonas ein paar Mal gefragt, soll ich die Position zurückgeben, weil ich mich da echt nicht wohl beigefühlt habe. Aber dadurch, dass es da auf der Innenseite die leichte Berührung gab, habe ich gesagt, okay, komm, ich ziehe das Ding hier durch. Es war grenzwertig, aber ich denke mal, es war insgesamt in Ordnung. So, und wir springen mal hier ein paar Minuten weiter. 7 Minuten ziemlich genau sind wir jetzt weitergesprungen und ich habe schon eine Lücke von 4,5 Sekunden auf den Chorus aufgefahren. Also, da hat man dann ganz deutlich gesehen, die Pace, die war wirklich da und die Reifen haben sich schon so ein kleines bisschen abgefahren angefühlt, nach nicht mal 20 Minuten, aber es war noch, ja, im Bereich des Machbaren hier gute Rundenzeiten zu fahren. Aber wie gesagt, durch die Dirty Air hast du da definitiv einiges an Grip verloren und ja, wir springen jetzt hier schon im Bereich des Boxenstopps, weil wir haben einen Boxenstopp jetzt vor der Brust, den wir hier nach ziemlich genau einer Stunde absolviert haben und wir sehen es auch unten rechts, wir haben jetzt noch 1,5 Liter, gehen hier in die Box und es hat so gerade eben gepasst und haben einen Vorsprung von circa 17 Sekunden auf den Ja, und ab diesem Zeitpunkt lief es dann wirklich wie geschmiert, wo wir freie Fahrt hatten und jetzt achtet mal drauf, links auf die Minimap, da sind auf einmal alle Autos eingefroren und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt passiert? Jetzt zu diesem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht wahrgenommen, dass hier überhaupt irgendwie was passiert ist. Und hier sehen wir zum Beispiel schon rechts, da staubt es dann und die ganzen Autos, die stehen irgendwo neben der Strecke oder fliegen sogar teilweise in der Luft rum. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich es jetzt noch nicht realisiert gehabt. Hier wird auch gesagt, langsamer Wagen vor dir. Und jetzt gleich kommt der Moment, wo ich das Ganze realisiere und hier rechts werden auch weiße Flaggen geschwenkt. Ich habe sowas wirklich noch nie gesehen. Also mein Internet ist nicht abgeschmiert, also ich hatte keinen Disconnect, aber der Server ist irgendwie hängen geblieben. Und die Autos dementsprechend konnten nicht richtig dargestellt werden. Hier oben rechts in der Luft schwebt ein Ferrari rum und genau jetzt ist der Moment gekommen, wo ich das Ganze realisiert habe. Und ich habe wirklich gehofft, dass es kein Disconnect ist. Hier links staubt es auch und hier stehen an jeder Ecke irgendwo Autos rum oder hier staubt es. Und es war wirklich über mehrere Minuten war diese Situation, dass die Autos einfach komplett eingefroren waren. Der Jonas hinter mir, der hat mich noch ganz normal unten in der Zeitentabelle gesehen. Also für die bin ich ganz normal weitergefahren. Hier Autos auch überall am Rumfliegen. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, wenn ich eigentlich normal auf der Strecke noch weiterfahre. Und jetzt, in diesem Moment, sind auf einmal alle Autos wieder am Fahren. Und das nach über 3 oder 4 Minuten. Ich glaube, knapp 4 Minuten waren es, wo ich einfach komplett irgendwo im Nirgendwo unterwegs war. Und mein großes Glück, hier war ich natürlich sehr, sehr erleichtert, dass das Ganze auf einmal wieder läuft. Ich habe auch gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt in meiner ACC-Laufbahn, dass ich mehrere Minuten irgendwie nicht auf dem Server war oder der Server hängen geblieben ist. Mein großes Glück, was ich gerade sagen wollte, war, dass ich, ihr seht es links, in einer sehr großen Lücke unterwegs war und dass ich keine anderen Autos dadurch gefährdet habe. Und das war wirklich ja ein Wunder, dass ich keinen Disconnect irgendwie bekommen habe oder von dem Server runtergeflogen bin. Aber wir haben jetzt noch 48 Minuten auf der und jetzt machen wir einen Riesensprung nochmal zum Finale, denn ich habe mein
Vorsprung hier auf den Jonas. Der hat einen Overcut gemacht gegen den Chorus und ist dann auch vorbeigekommen. Aber achtet jetzt mal drauf. Diese Situation, das wäre es fast 3 Minuten vor Schluss komplett gewesen. Der Michael Behren fliegt hier ab und hat den Lambo hier fast mit in den Tod gerissen. Und der Lambo hat uns fast mit hier in den Tod gerissen. Und das war wirklich unfassbar knapp. Hätte der Lambo da nicht das Auto gefangen, dann wäre er vielleicht nach rechts ja, rausgeflogen und hätte uns mitgenommen. Und ja, auch 2,5 Minuten vor Schluss mit einem großen Vorsprung hätte es das sein können. Und wir hätten hier unser Rennen an den Nagel hängen können. Aber Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind hier von P2 gestartet. Wir sind hier auf P1 und P2 im Namen von Garage 991 ins Ziel gekommen. Wie gesagt, der Jonas hat mit dem Overcut den Valentin-Chorus geschnappt. Und wir haben hier durch ein unfassbares Manöver, wollte ich gerade sagen, einen unfassbaren Fight mit dem Valentin und mit dem Jonas zusammen, ja, hier das Rennen auf der ersten Position beendet. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr geil, Freunde. Gebt schon mal ein fettes Däumchen raus und wir schauen uns jetzt gleich nochmal die Tabelle an, beziehungsweise wir schauen uns das Endergebnis an, wer im Endeffekt auf welcher Position ins Ziel gekommen ist. Und ja, wie gesagt, insgesamt ein sehr, sehr geiler Auftakt natürlich für uns auch als Team. Der Jonas auf der 2, der Chorus auf der 3, der Fly auf der 4, der Sollmann auf der 5, der Anker auf der 6. Und ja, den Rest seht ihr jetzt im Endeffekt. Also leider nicht so gut gelaufen für den Michael Behren. Der hatte da einige Vorfälle, der ist nur auf P23 ins Ziel gekommen. Aber insgesamt ist das für uns als Team wirklich extrem gut gelaufen, P1 und 2. Besser jetzt nicht sein können, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Däumchen da und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Haut rein, meine Lieben. Ciao. Ciao.